Zwar Let's Play Age of Conquest. Ja, es ist ein Mittelalter, nicht Mittelalter, wie nochmal. Es ist ein Spiel in der Antike, wo man mit der Rom und so Zeug spielen kann. Es ist halt noch keine deutsche Übersetzung, leider. Und ja, ich werde gerade mal ein neues Spiel starten. Sein Ocean Europe Rise of Rome, die erste Kampagne, in der ist wie man jede Kampagne spielen, also so create. Ich natürlich nehmen. Die Römer müssen jetzt noch nicht näher, ich habe noch ein bisschen zu wenig gespielt für die, ich jetzt mit den Römern spielen möchte. Will ich spielen. Kann ich ihm kurz den Chat schalten? So, danke. Sparta, da muss man jetzt mal anlanden und so. Griechenland, Mazedonien. Karthago? Rom? Ne, Rom ist viel zu schwierig. Also, auf einmal ist die ganze Welt mit dem im Krieg. Ja. Aber habe ich noch zu wenig Erfahrung. Ach, ich bin ihm diese da, diese Berbers. Ja, das muss sein sollen. Wo sind die? Wenn man sie nicht findet, kann man es auch nicht spielen, ne? Da! Join! Let's go! So. Runde beenden. So, es ist auf jeden Fall rundenbasiertes Spiel. Habe ich euch noch gar nicht so gesagt, falls Leute gibt, die rundenbasierte Spiele nicht so mögen. Machen wir mal was für die Moral. So, haben wir 100 Moral. Ja, da können wir sogar noch ein paar Truppen rekrutieren. So, 50 Truppen. Und dann. Nein! Oh, ich drücke immer falsch! Ah, nee. Nee, ich habe den letzten Zug gedrückt. Hey, ich drück andauernd falsch. So, jetzt können wir noch mehr als einmal passieren. Ups, nein, nicht so viel. So, und Build. So, jetzt sind wir fertig. Schauen uns das in Ruhe an. So, wo wir hier die Gebiete. So, fertig. Die Römer haben Italien erobert, die Iberier Spanien zu tun. Da hier Ligurien. Die Gauls, Deutschen, Polen, die Russen. Ich weiß nicht, was die sein sollen. Ich glaube, die Slaves sind das. Die Sklaven, Ägypten, Persien. Ja. So, wir gehen mal weiter erobern. So. So, Karthago hat ja noch ein Gebietchen erobert. Hier tun wir gerade mal was für die Moral. Das ist am meisten bringt. So, oder nochmal. Nach keine Punkte mehr. So. Und das wäre wieder für diese Runde gewesen. Also hier geht es hauptsächlich auch um Krieg. Krieg führen halt hier oben. So, schauen wir mal in die Nachrichten, ob wir mit Diplomatie mit uns gemacht haben. Nö, wir sind mit niemandem im Krieg. Wir suchen mal mit Karthago ein Bündnis auszuhandeln. Also ich habe das Spiel noch nicht so oft gespielt, nicht so lange gespielt, 1,5 Stunden. Aber ich fand es so genial, hab ich gedacht, komm, mach mal ein Let's Play davon. Ja. So. 10 Truppen dahin. Verziert das wieder mal nicht. Keine Energie. Da können wir noch ein bisschen was für die Moral sorgen, dass da auch Leute hinzuzügen, sonst haben wir keine Leute für die Städte, wir können keine Truppen rekrutieren. Das heißt, das ist ein Problem hier unten in Afrika, dass man nicht genug Ding hat. Nicht genug Einwohner zum Rekrutieren. Das kann gerne mal passieren. Einmal gut, was für die Moral sorgt. Man wird das schon klappen. So, ich muss mal meine große eure Armee immer nachziehen. Schon ein paar Truppen an der Front, aber es kann zum Krieg kommen zwischen uns und Karthago. Die Römer sind schon in ihrem in ihren in Italien.
Also ich habe mit denen auch schon gespielt, mit den Berbers. Ich habe mit Rom gespielt, wo ich vernichtet. Da habe ich mal mit Katar gespielt, wo ich von Rom vernichtet. Und auf einmal hier alles rot, nach einer Runde. Dann habe ich auch mal mit Gauls gespielt. Da wurde ich auch von Rom erobert. Entschuldigung. Dann habe ich einmal die gespielt, mit denen habe ich Rom erobert. Und es sind nur noch drei Nationen, zwar ich, Ägypten und Persien. Ja. Sind wir gerade, wir wahrscheinlich bald der Krieg ausbrechen zwischen uns und Persien. Griechenland hatte ich mal wie immer nicht durchgesetzt. Die sterben immer gerade am Anfang. Das ist so eine griechische Phobie. Die sterben immer gerade, weil die nur da hier nur diese Provinz nehmen können und Mazedonien da bis umliegen erobern kann. Ja, so wir beenden mal diese Runde. Ah, Karthago hat akzeptiert. Das ist schön. Ich jetzt im Bündnis mit Karthago. Das ist natürlich super. So, schicken wir mal. Da müssen wir jetzt Truppen hinschicken. Warum? Auch schon wegen den Bergen, ne? Da kann ich auch keine Truppen rüber schicken. Da schon. Da kann ich keine Truppen rüber schicken. Da. Ja, wahrscheinlich stören die Berge. Das sind ja Berge. Ah, ich komme nicht so aus in Marokko. So, hier. Rotieren wir mal 100 Truppen gehen. Easy. Na, was für die Moral. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Größer wird die Stadt. Was hier übrigens war. Hier können wir ein bisschen schauen, dass wir die Art. Nur, dass es ein bisschen wächst. Schauen wir mal, dass wir die einwohnerarmen Städte ein bisschen zurechtbiegen. Man kennt es auch hier auf der Karte, so Einhüsli-Häuser und so, das sind richtig schlecht. Da wo wenige wohnen. Ich habe das Gefühl, die Musik ist zu laut, so, ein bisschen runtergestellt. So, Mostaghtar, das sind die Moral, können wir auch noch tun. Ja, Pillage, das heißt, wir können es neutralisieren, also abreißen. Glaube ich zumindest. Ich habe es mal probiert, das war nicht weg. Oh, mir fällt gerade ein. Hier reicht's Geld, reicht's Geld. Hier oben können wir Watchtower bauen, da kann man rüber sehen auf spanisches Gebiet, ob die irgendwelche Kriegshandlungen gegen uns führen. Aber momentan sollte man normalerweise nicht niemanden im Krieg sein. No, gut. No, gut, 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 gut. So, dann schauen wir mal, dass wir mit Ägypten. Ach du heilige Fresse. Mit Egypt eine Allianz machen können. Dann schauen wir hier erstmal für noch Moralzuschuss. Noch, dass wir hier ein bisschen die Grenzarmee aufstocken. Die Armee in die Richtung Spanien schaut. Ja, sozusagen. Hier kommt ein kleiner Grenzschutz, den lassen wir hier stehen. Hier, das kann man halt zwei Runden das machen, glaube ich. Ja. So. Die wahrscheinlich Krieg für stehen 17 Truppen. Es wird langsam aufgedeckt, was hier so steht in den Randprovinzen durch diesen Watchtower, also Wachturm. Oh, die haben uns Krieg erklärt, die Volldeppen. Ah, nächste Runde ist, gibt's Steuern. Da kann man die Steuern hochstellen, wenn wir wollen. So, die werden schön auf die Fresse bekommen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Werden Steuern bekommen nächste Runde, das heißt irgendwie so 600 Münzen, was waren die, Taler, Goldmünzen, wie auch immer, Gold, was soll's, die meisten Jungen halt spielen, ja, so das, ja, das haben sie nicht aufgedeckt, also Volltrottel. So, wir müssen erstmal eine Armee, ich habe eine Idee, was wir machen könnten, wir könnten hier hinten eine Armee ausheben, die zu Wasser schicken, das brauchen wir dafür noch ein bisschen Geld. Da können wir die Truppen hier noch ein bisschen hochschicken und dann die hier auch drunter gehen. Dann werden wir sehen, was die Spanier so gemacht haben. Ah, Ägypten hat auch akzeptiert. Oh ja, die sind ja gleich kaputt. Die Sklaven und vernichtet. Das ist die letzte Stadt von Ägypten. Schade. So, hier schicken sie 17, aber hier 31. Das heißt, hier müssen wir ein bisschen mal die Armee aufrüsten. Oh, ich habe jetzt vergessen, die. Oh, ich bin auch blöd. Naja, so hier, so 50 da. Wir stehen hier im Gewässer rum. Info. Karthago fällt.
glaube, da geht uns da rum. So, euch gebe ich nochmal ein paar Truppen. Hab Angst, dass das ein Fehler war. Aber wir haben keine Aktionspunkte. Mama. Auch schon Messages. Der Mama gibt noch so ein toller Verbündeter. Ui, jetzt krieg ich nochmal Angst. So, geht hier raus aufs Land. So, da könnt ihr jetzt überall hinsehen. Das ist ein Problem. Ich schau mal die Stadt. Ah, kein Geld mehr. Toll. Das haben wir gratis eingenommen. Ah, geht da ein Scheiße. Also gut, das erobert er nicht. Uiuiui, der macht mir aber echt Feuer unter mir dann echt. So, schieben wir mal da mit 200 Einheiten hin. Hier sind beide Städte sicher. Wie viele Einwohner hat der Städtli? Das ist halt ein paar mehr haben. 50.000 marschieren wir mal mit an. Hoffentlich, dass er jetzt mal da runter marschiert. Jetzt bin ich doof. Oh, ich hab zu viel. Ah, ne, er marschiert. Ich marschiere jetzt hier natürlich ein Tor, weil er das da rekrutiert hat. Uiuiui. Uiuiui, Scheiße, du. Oh oh. Wir haben uns auch mehr Feuer unter dem Hintern, als ich gedacht habe. Ich brauche unbedingt so eine Taxi. So, da kann einer hin. Wir versuchen ihre Armeen zu jagen. So, meine 200 werden die dort zerfleischen. Hier möchte ich mal was bald was er kann. Rotieren, so weiter geht's. Das ist da unten nur diese eine Stadt, die so viel Truppen hat, echt. Guck mal, steht natürlich schön in meiner einwohnerreichsten Stadt. Jetzt müssen wir hier decken versuchen, dass es eine Armee ein bisschen auf. Eine Armee versprengt, so hier, dann nächste Quartier, dann mal Glück, da können wir da einmarschieren. Da marschieren wir aus, haben wir. Wir bieten dem auch noch ein Bündnis an. Haben keine Aktionspunkte. Oh, das haben wir geschworen sogar, gut. Also momentan sieht es eigentlich gut aus für uns. Das schicken wir mal hier, Allianz. Weil die haben, so wie es aussieht, mal bald vernichtet, wenn es weiter so läuft, wie es jetzt läuft. So, könnt ihr hier runter marschieren. Nein, ihr seid sicher, also. Diese Stadt hier müssen wir decken. Da kannst du jetzt nur noch runter marschieren. Das heißt hier. Na, da wohnen keine Leute. Na, super. Kann man hier was rekrutieren? Ja, da kann man auch rekrutieren. Dann hier runter selektieren. Ich will aber echt nicht mit Rom in Krieg. Ich versuch mal eine Allianz mit denen nicht runter einzugehen.
Ich kann sagen, wo das denn so. Thrakien. Ja, gleich schon. Was ist los hier hinten? Ich habe in deinem Watchtower hier mal angreifen. Ja, mir wird schon das jetzt auf den Kopf von da. So. Ja. Oh nein, Alter, hat er Rekordjäger. Sculpture mal. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Also wenn dieses Let's Play bei der ersten Folge schon in die Hose geht, das ist ja peinlich. Ich bin mit ihnen. Sind sie mein... Ich mal den sehr. Jetzt bin ich unter sie gestellt. Naja, ist doch auch gut. Besser als wenn ich jetzt werden zu sein. Können wir uns aufbauen wieder. Das ist auf jeden Fall schon mal assist mit sich. Was haben wir mein Protektoratschaft aufgelöst? Ich will ein Protektorat von euch sein, bitte. Protection. Sie überlegen sie wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir möglichst viele Einwohner kriegen, dass die Einwohnerzahl hochsteigt, dass wir mehr Steuern kriegen. Ach je. So, aber wie es weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Wir schauen noch kurz hier runter, Henning. Ey, wir haben den Krieg erklärt. So, ja, das Video ist noch schwierig und wir sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Oh, Taxi ist ungut. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Euer Nino 35. Tschö, Leute.